Wenigstens kann ich sagen, dass ich gekämpft habe. Löwe. Man muss tun, was man tun muss. Tschüss. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video. Auf dem, wie nicht schwer zu erkennen ist, auf dem Fitnesskanal, Digga. Heute bin ich nicht alleine unterwegs, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Natürlich, an der Stelle. Baru ist am Start, Digga. What's up, man? How you feel, man? Was geht, Leute? Wir sind hier auf dem Fitnesskanal. Ja, Mann. Und wir machen Ganzkörpertraining. Ja. Und ich bin mal gespannt. Ganz gemütlich. Ich hab nicht so viel Zeit, ne? Ja, ja. Stunde so. Und ich mach das so, wenn ich wenig Zeit habe, auch in der Woche so, wenn ich weiß, okay, morgen kann ich nicht ins Training gehen, übermorgen vielleicht auch nicht, dann mache ich einfach Ganzkörpertraining, dann bin ich halt safe so für die nächsten zwei, genau, drei Tage. Genau, so mäßig. Genau. Wie viele Übungen machst du pro Muskel? Zwei Beine, zwei Brust, zwei Rücken, fertig, Digga. Okay, geil. Ja, vielleicht noch eine, so ein bisschen Arme, Supersatz oder so, wenn Zeit da ist, so, wenn nicht, dann nicht so. Jetzt erstmal warm machen, ganz gemütlich. Front Squats, erste Übung, Digga. Wir machen das im 3x10 System ganz gemütlich. Drei Sätze, 10 Wiederholungen, moderates Gewicht so. Knie bei mir ist kaputt, bei dir auch irgendwas, gell? Auch, Meniskus, deswegen easy Gewicht, ja? Ja, Mann. Let's do this, man. Okay, ich bleib jetzt einfach mal hinter der Kamera und erzähle jetzt hier direktmäßig, was man so achten muss. Auf jeden Fall, ihr seht schon, die Stange liegt voll nah am Hals dran so. Einfach in dieser Kuhle drin, an der Schulter so mäßig. Damit die Stange auch nicht nach vorne rutscht, müsst ihr immer die Ellenbogen hochhalten. Ihr seht das hier von der Seite. Die bleiben eigentlich immer auf demselben Level so, guck mal. Die gehen nicht hoch, die gehen nicht runter, sind immer auf demselben Level, stabiler Stand, Bauch anspannen, immer schön aus der Ferse drücken, Rücken stabil halten, so gerade wie möglich. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die ihr hier beachten müsst. Beachtet aber auch auf jeden Fall, dass so eine Übung kostet Zeit auf jeden Fall. Ihr müsst erstmal da reinkommen und euch das mal zeigen lassen von einem, der das wirklich drauf hat. Und nicht von irgendwelchen Scam-Trainern im Fitnessstudio. Weil das ist so eine Übung, mit so einer Übung könnt ihr auch... Könnt ihr euch komplett kaputt machen, wenn ihr es nicht richtig macht, so. Ja. Rücken, Knie, alles kann dabei kaputt gehen. Und deswegen achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr das Ding richtig macht, so. Wir zeigen jetzt noch einen Satz dann mit Arbeitsgewicht und dann switchen wir direkt zur nächsten Übung. Du weißt schon, wie das läuft. Wenn sich die Leute fragen, so mäßig, der Nigga hat immer die gleichen Klamotten an. Ja, Digga. Weil ich einfach representen will, weißt du, ich meine? So sieht's aus. Wie ich. Komm, Baro. Let's get it in, man. Und läuft oder was? Bruder, ich vergesse mal zu zählen. Bei mir ist immer der Schmerz. Wenn mir jetzt schmerzt, dann höre ich auf. Das kenne ich noch von früher, Digga. Wie viel habe ich nochmal gemacht, Alter? Tschüss. I like that, man. Ich muss an der Stelle nochmal sagen. Natürlich, an der Stelle. Leon, dass er mein erster Trainingspartner war, der mir wirklich den richtigen Weg gezeigt hat. Krass. Und ich wirklich in kurzer Zeit ultra Gas gegeben habe und ich habe wirklich voll die Gains gemacht. Das muss ich nochmal sagen, an der Stelle. Krass, Digga. Gib mal Faust, auf jeden Fall hier. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. Alter, wenn ihr auf jeden Fall einen Coach braucht, dann Unique hier. Du weißt Bescheid, wie das läuft. Machen wir direkt Werbung. Okay, momentan ein bisschen wenig Zeit und so mäßig, aber so Online-Coaching ist auf jeden Fall am Start, Mann. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall fresh, oder? Auf deinen Nacken, Bruder. Erste Übung ist fertig. Wir basteln das Ding jetzt hier um und dann machen wir direkt hier die zweite Übung. Und dann schalten wir gleich nochmal drin, Mann. Was ihr nicht machen solltet, ist so. So nach vorne. Aha. Und dann so. Okay, zu weit. Das also geht dann voll auf den Rücken. So. Genau, genau. Gerade bleiben, einfach gerade. So. Puh. Weißt du, wie ich meine? Genau. Einfach straight so. Mhm. Genau. Mäßig. Auf jeden Fall zweite Übung. Gestrecktes Kreuzheben mit ausgestreckten Beinen. Für hier hinten alle. Hier so, für die Hinterseite und natürlich auch für den Booty. Ganz gemütlich. Und ja, davon machen wir auch 3x10, Digga. Und dann sind wir schon fertig mit Beinen. Also die zwei Übungen reicht dann schon, weißt du? Okay, Beintraining, wenn du jetzt nur ein Beintraining machst, musst du natürlich ein bisschen mehr machen, so. Ja, ja, ja. Machst du dann deine drei Übungen und dann machst du ein bisschen Waden und so Bauch hinterher.
Aber jetzt mit Struggle so, mit zeitmäßig so, machen wir es halt so, weißt? Also am Anfang auf jeden Fall Schulterblätter hinten reinloggen, dann schön runtergehen und hoch explosiv so. Runter, die letzten paar Zentimeter extrem explosiv und der Arsch anspannen. Hüfte gegen die Stange schieben, genau so. Als ob ihr Sex habt, mäßig so. Jungs, an alle Jungs da draußen, an alle Mädels so. Ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber versucht es einfach mal zu fühlen. Weißt du, wie ich meine? Nimm drin, Bruder. Bam. I like that, man. Tschüss, die Stange spürt das schon. Hör auf, nicht so stark, nicht so hart. Nicht so hart. Bisschen mit Gefühl, Türk. Der ist geil, Alter. Bist du gekommen, oder was? Hä? Wie fühlst du dich? Ah, das hat voll weh getan. Boah, die kann sich nicht mehr bewegen. Die bleibt einfach liegen, ja? Tschüss, ja, Mann, das ist die zweite Übung, Alter. Ganz gemütlich jetzt. Arbeitssatz, noch einen Film und dann. That won't break me. Das war's jetzt gewesen mit den Beinübungen. Beine sind durch, jetzt machen wir weiter mit Rücken. Also wir machen das so, dass wir den größten Muskel immer zuerst machen und dann gehen wir immer runter zum kleineren. Step by step. Genau. Beine sind auf jeden Fall die größten Muskeln. Jetzt machen wir Rücken schön und dann machen wir zum Schluss noch Brust. Als erste Übung Rücken haben wir jetzt Klimmzüge am Start hier. Oh no, let's get talking, talk for show. Can't stop running your mouth, let's go. Like you never seen a dick before. All these bitches in here, oh no. Affengriff hier, ganz wichtig, Freunde. Und was meinst du? Tschüss! Wohin, ne? Bro, ich komm, Bro. Fliegst komm. Du zu Ulysses oder was? Ulysses! I love you, man! Wir sind jetzt mit der Rückenübung fertig, Klimmzüge, und jetzt machen wir. Boom! Bankdrücken an der Maschine quasi. Ist jetzt die zweite Oberkörperübung. Wir machen das antagonistisch. Also eine ziehende Übung, danach kommt direkt eine drückende Übung, damit wir dann bei der ziehenden Übung wieder mehr Power haben. Und weil ich es auch so mehr fühle, Digga. Wie findest du das so? Ich finde es auch für diese antagonistische. Genau, dieses Wechseln, weil man einfach, erstens hat man halt einen geilen Pump im Training und die Regenerationsphase für den Muskel ist auch da. Ja, gell? Dass man direkt mit hast du auch wieder mehr Power dann so? Mehr Power. Ja, ist geil. Mehr zum Erhalten jetzt für mich so. Ja. Dass ich einfach ein bisschen stabil bleibe so in der Phase jetzt. Genau, genau. Viel zu tun, viel Videos, viel unterwegs und so. Ja, momentan ist einfach so, dass ich nur noch pump. Aber dieses mit 5x5 System steigern und so muss auf jeden Fall wieder kommen. Aber trotzdem, weil ich das fühle halt so. Weißt du, erstmal Respekt, dass du dir voll viel machst und noch dein Training mit einbaust in dem, was du in dein Lifestyle. Das ist ja auch heftig, weißt du sowas? Korrekt, Alter. Dass du immer am Ball bleibst, das ist schon. Das ist halt so die Basis mäßig so, weißt du? Damit hat alles angefangen so. Deswegen muss ich auch weitermachen so. Ja. Ich kann nicht ohne, Bruder. Das ist so, wie wenn ich jetzt aufhören würde zu essen auf einmal so. Weißt du, was ich meine so? Ja, ich weiß, was du meinst. Weil dabei ist alles, man. Du bist schon wie das läuft, mäßig. Yeah, Hussein Bolt. Yeah, Hussein. Erste ist done, jetzt kommt die zweite Rückenübung. Vorgebeugtes Rudern. Handgelenke immer in Verlängerung zum Unterarm. Stange zum Bauchnabel. Ellenbogen am Körper. Straight stehen. Bauch anspannen. Wie gesagt, auf die Atmung raus. Ja, stimmt, Digga. Ihr seht, guck mal, ich hab voll. Ja, stimmt, Digga. In der Belastung ausatmen. Genau, ich hab. Das ist noch wichtig. Ja. Die Atmung. Bro, erklär das mal kurz mit dem Schwung. Du hast zwar Schwung gemacht, aber du hast ja immer noch gut gespürt. Ja. Zu den Leuten, die mit Schwung machen. Ja, ja. Wann können die mit Schwung machen? Und als Anfänger auf jeden Fall gar nicht mit Schwung arbeiten. Mhm. Runtergehen so, halten eine Bam, genau. Sekunden, langsam wieder vorgehen.
so mäßig, aber wenn du jetzt schon ein bisschen länger trainierst, so, ja. dann kannst du schon ein bisschen mit Schwung arbeiten. Mhm. Trotzdem noch kontrolliert, aber nicht ja, zu genau, viel, genau, du? Genau. Reinziehen, buff. Boom, halten, so. Und noch spielen, genau. Kannst du schon ein bisschen. Wir waren gerade mitten im Real Talk und dann ist die Kamera leer gegangen, Akku ist leer gegangen. Wir machen jetzt die letzte Übung, wir haben auch nur 2 Minuten auf der Kamera. Akku ist fast leer, deswegen ziehen wir direkt durch, Digga. Chironda Dips, auf jeden Fall richtig geile Übung für die Brust. Ist keine Trizepsübung. Ellenbogen gehen raus, Knie werden nach oben gezogen, Kopf runter, schön in die Brust reinspielen. Ich zeig das mal ganz kurz, Wichtig ist, Beine parallel, Ellenbogen nach außen, genau. Und Kopf runter. Kopf runter. Schön in die Brust reinpumpen. So. Okay, alles klar. Das war's, gell? Ja, easy, Mann. Yes, Mann. Baro macht jetzt noch einen Satz gemütlich hier. Bisschen Ellenbogenprobleme, deswegen kann er es nicht so ganz krass machen. Aber ist auf jeden Fall cool. Und das war's an dieser Stelle auch gewesen mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen. Baro war am Start. So ein gemütlicher Trainingsvlog. Mache ich öfters, wenn ihr sehen wollt. Hashtag Vlog in die Kommentare. Ja, Mann. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bi und Nick dabei ist alles. Peace out. Weiter. Tschüss. Got you, man. I like that, man. Ich wollte noch das Ding sagen, Bro. Was? Nimmt auf. Was willst du sagen? Ich denke, dass du voll der geile Trainingskurs bist. Ja. Ich hab's voll vermisst, ja. Der ist geil. Peace out, man.